Aufschlag beim Städtevergleich zwischen dem OSC Berlin und dem KTS Koszalin zum 70-jährigen Bestehen der Tischtennisabteilung des Olympischen Sportclubs laden die Berliner die Spieler aus Koszalin zu einem besonderen Turnier ein. Und dies nicht ohne Grund, denn die beiden Vereine verbindet eine tiefe Freundschaft. Man sagt ja so schön, Sport verbindet. Und unter diesem Motto wollen wir eigentlich das auch in Zukunft jetzt fortführen. Wir wollen das nicht einschlafen lassen. Für uns ist eben auch wichtig, dass da so eine gewisse Nachhaltigkeit da ist. Und wir finden auch die Sportkameraden aus Koszalin sehr nett. Und ich denke, dass sich da in der Zukunft was entwickeln kann. Nachdem die Berliner im vorigen Jahr den Koszalinern einen Besuch abstatteten, geben sich nun in Berlin-Schöneberg die Polen die Ehre, um sich mit ihrem Partnerverein aus Deutschland zu messen. Die Besonderheit an diesem Tag ist die Zusammenarbeit zwischen den beiden Vereinen. Letztes Jahr waren die Berliner bei uns in Koszalin und wir haben uns sehr darüber gefreut, als uns der OSC nach Berlin eingeladen hat. Wir sind sehr zufrieden, dass wir heute hier sind. Gespielt wird in zwei Klassen. Bevor sich die Senioren im Tischtennis messen, dürfen die Jugendlichen beider Vereine ihr Können unter Beweis stellen und dabei viel voneinander lernen. Ist schon eine coole Erfahrung auf jeden Fall, den Leistungsunterschied zu sehen. Und vor allem konnte man auch einige Sachen mitnehmen, an denen man arbeiten kann. Also man spielt hier sonst nicht so häufig gegen ausländische Vereine und es ist mal ganz interessant, gegen Personen aus einem anderen Land zu spielen und zu erfahren, wie die so spielen. Speziell für die Jugendlichen ist es ein ganz besonderes Turnier und bietet eine großartige Möglichkeit, neue Kulturen kennenzulernen. It's quite a unique event here because I have never played here. Für mich ist das heute ein einzigartiges Turnier, weil ich noch nie in Berlin gespielt habe. Deshalb bin ich sehr glücklich, hier zu sein und sehe es auch als gute Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen. Also ich bin sehr zufrieden. Ich würde sagen, es hat schon eine relativ große Bedeutung für die Kinder. So haben sie halt die Möglichkeit, auch international mal Freunde zu finden. Vielleicht mal auch für die spätere Zukunft mal, auch mal, falls die Möglichkeit besteht, Kontakt aufzunehmen mit denen, vielleicht durch den Verein jetzt oder durch die Arbeit, durch diese Veranstaltung an sich auch mal zu gucken, wie die Leute in anderen Vereinen spielen, in anderen Ländern auch. Trotz des freundschaftlichen Charakters will sich keiner der Spieler die Blöße geben und es wird Tischtennis vom Feinsten geboten. Am Ende siegen die polnischen Gäste in beiden Altersklassen. Jedoch ist der Städtevergleich nur der Beginn eines ereignisreichen Wochenendes für beide Mannschaften. Ich denke, es ist quite interesting, because es ist eine sehr interessante Reise, denn nach den Turnieren heute und morgen werden wir am Sonntag Berlin besichtigen und für uns ist es eine tolle Gelegenheit, Berlin näher kennenzulernen. Just to know Berlin a little bit. Zum Abschluss des Turniers gibt es natürlich die obligatorische Pokalübergabe. So stellt der Städtevergleich den Beginn eines Wochenendes dar, das so schnell sicher keiner vergessen wird.